Wir alle haben oftmals positive und negative Gefühle in uns, wo wir uns fragen, woher kommen die eigentlich, was soll das? Ich will die jetzt gar nicht fühlen. Und wichtig ist, diese Gefühle anzunehmen, aber wichtig ist auch zu erkennen, dass viele Gefühle oberflächlich sind, dass also im tieferen Sinne, also in der Tiefe ein viel grundlegenderes Gefühl herrscht. Also man fühlt sich zum Beispiel irgendwie betrogen, verlassen oder man fühlt einen Schmerz. Aber im Endeffekt ist es ganz tief drin eine Angst aus der Kindheit, zum Beispiel die Angst des Verlassenwerdens oder die Angst der Abhängigkeit von den Eltern damals. Also irgendein Schmerz aus der Vergangenheit, der tief drin ist und der jetzt durch irgendeine Situation wieder hervorgerufen wurde sozusagen. Und meistens erkennen wir nur diese äußere Schicht dieses Unwohlseins, also das ganz Äußere, die Situation regt uns meistens auf oder eine gewisse Person regt uns auf. Und was dann wichtig ist, dass wir gucken, okay, warum regt mich diese Person auf? Warum regt mich diese Situation auf? Hat er mich gerade beleidigt? Warum kann mich, wenn mich jemand beleidigt, warum kann mich das innerlich berühren und verletzen? Und dann versucht man, die äußeren Schichten nach und nach abzutragen, um zu diesem Kernschmerz hervorzudringen. Also wichtig, nicht nur erkennen, oh, jetzt hat der mich gerade aufgeregt, sondern auch ein bisschen versuchen, in sich selbst forschen und zu diesem Kernschmerz ein bisschen versuchen, hervorzudringen, sozusagen. Wenn Unpünktlichkeit dich selbst aufregt, kann es heißen, dass du in dir selbst quasi diese Unpünktlichkeit nicht genug würdigst, weil jeder Mensch hat Pünktlichkeit und Unpünktlichkeit in sich. Und wenn dich jetzt die Unpünktlichkeit von einem Freund aufregt, dann heißt es, du siehst dich selbst als pünktlich an, aber lässt diese Unpünktlichkeit nicht an dich ran. Also dieses Gegenteil ist für dich quasi ein No-Go, aber du verstehst nicht, dass die Unpünktlichkeit auch zu dir gehört. Du würdigst sie also nicht genug, sozusagen. Und diese beiden Seiten immer zu sehen und dann zu erkennen, dass du dieses Pünktlichkeits-, man ist halt so, man muss halt pünktlich sein, dass du das schon von deiner Kindheit an eingetrichtert bekommen hast. Öffne dich also für diese verschiedenen Dinge, für diese Polaritäten von man ist sowohl versaut als auch brav, man ist sowohl pünktlich als auch unpünktlich. Öffne dich dafür, tu jeweils die Gegenseite in dir selbst anerkennen. Immer wenn dich, was dich am anderen aufregt, hast du auch in dir selbst drin, sonst würde es dich selbst nicht aufregen. Und dann versuche, wenn das einen Schmerz in dir auslöst, in diesen Schmerz hervorzudringen, suche quasi die Urangst, die hinter diesem Schmerz, hinter dieser Situation oder hinter dieser Aufregung, die eine andere Person bei dir verursacht hat, steckt. Das dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.